Willkommen zurück zu Let's Play Blitzball. Ein letztes Mal werden wir nun in das Turnier steigen. Warum das letzte Mal? Denn im letzten Part hatten wir ja noch drei Spiele offen. Aber manche haben es vielleicht mitbekommen, ich habe dir ja mal wieder einen Livestream mit Final Fantasy 10. Da haben wir aber nichts Spannendes gemacht, außer noch ein paar Mal Monster gefangen und ein Blitzball-Spiel, damit es eben sich genau aufgeht. Ansonsten wäre dieser Part jetzt hier zu lang oder ich müsste extra nochmal einen machen für ein Spiel. Und so haben wir jetzt kompakt nochmal ein Spiel. Ich habe das letzte übrigens verloren, wenn ich mich nicht täusche. Aber das sollte uns jetzt keinen Abbruch geben, hier diese Saison zu gewinnen. Dazu sei gesagt, dass ich diesen Part ausnahmsweise auch nochmal nachsynchronisiere. Das war einfach so einer Zeit. Der Final Fantasy 10 Part, den ihr heute seht, der hat genau das gleiche. Da hatte ich halt Besuch, aber ich wollte unbedingt hier ein bisschen vorankommen. Und deswegen synchronisiere ich das nach. Aber das gilt nur für diesen Part und auch nur für den heutigen FF10 Part. Zumal beim heutigen FF10 Part der Schluss auch wieder on air war, aber gut. Spielt jetzt keine Rolle. Wir sind hier bei Blitzball. Die letzten zwei Spiele. Es geht natürlich um die ultimative Waffe von Walker. Die Spannung ist raus. Sollte klar sein, dass ich das hier jetzt gewinne, wenn ich das schon als letzten Part deklariere. Also reden wir nicht um den heißen Brei. Ich mache mir auch keinen großen Hehl draus, wie ihr hier seht. Ich rüste für die letzten finalen Kämpfe hier meine Kameraden nochmal richtig auf. Sie kriegen sogar bei leeren Slots noch Skills rein, die ich sowieso nicht brauche, aber egal, sie haben was drin. Es soll einfach jetzt final aussehen. Keine Handicaps mehr, keine Spielereien mehr. Einfach wieder zurück zum Ursprung und dann möglichst schön gewinnen, auf dass wir hier die Saison gut abschließen und die Belohnung auch zurecht erhalten. Ja, manche, die den Upload-Plan meinerseits studiert haben, die werden jetzt auch sicher auffallen, ey, heute ist aber Chrono und erst Mittwoch ist Blitzball. Die beiden haben einfach mal getauscht, weil ich habe noch keinen Gast bei Chrono, das lag aber an mir, weil ich ständig keine Zeit habe. Das werde ich jetzt aber demnächst ändern. Und dann habe ich einen Gast. Für Mittwoch dann. Also, gerade die Plätze getauscht. Euch entgeht nichts. Ja. So ist das. Ja, Halloween-Woche war schön, aber jetzt müssen wir uns wieder den Rollenspielen widmen. Was heißt, wir müssen? Wir wollen natürlich. Wobei, bei Blitzball, ich möchte... es dauert jetzt gerade ein bisschen, bis ich da alles eingestellt habe. Ihr könnt ja sehen, was ich mache. Ich muss das ja nicht kommentieren. Deswegen rede ich so ein bisschen resümierend. Denn schließlich letzter Part und so. Bei Blitzball gab es für mich am Anfang relativ großes Hoch. Es hatte richtig voll Spaß gemacht. Und dann wurde es einfach nur noch lästig, die Waffe zu bekommen. Ich denke, das hat man aber mir auch deutlich angemerkt. Hier und da habe ich mir auch ein paar Gäste geholt, weil ich es allein nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, aber letztendlich haben wir es ja doch ganz gut geschafft, ne? Ja, das gute Blitzball. Ich habe es ja, wie gesagt, zweimal intensiv gespielt. Das war einmal damals, als das Spiel kam. Da habe ich das unglaublich gesuchtet. Da hatte ich mir zum Beispiel zur Regel gemacht, nach jedem neu entdeckten Speicherpunkt mache ich erstmal drei Blitzball-Spiele oder so. Demnach extrem gelevelt war ich damals auch. Es hat so viel Spaß gemacht. Die Motivation hielt ellenlang. Und dann war auf einmal, schwupp, aus war es, war die Motivation weg. Dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Und hier im Let's Play war es eigentlich ähnlich, nur dass dieses Motivationsaus deutlich schneller kam. Schneller als ich persönlich dachte. Ich hätte gedacht, oh, die ultimative Waffe, da hast du schon Bock drauf. Aber es waren, ich sag mal, die letzte Season vor allem, die war mir schon fast zu viel. Aber gut, man hat sich halt durchgebissen. Ich wollte es auch nicht alleine offline machen. Ich habe es natürlich auch an den Kommentaren gemerkt, das war auch so, ihr habt eigentlich mit mir gelitten. Wobei es natürlich immer wieder ein paar gab, die ihren Spaß damit hatten und haben, bis zum Schluss. Und vor allem die, aber auch die Zuschauer, die schon ein bisschen abtrünnig wurden bei diesem Blitzball, was überhaupt kein Vorwurf sein soll. Auch die möchte ich jetzt in diesem letzten Part wie immer ein bisschen grüßen, wie es sich gehört. Das kommt mir dann auch ganz gut gelegen, weil ich ja jetzt eh nachsynchronisiere und mich nicht aufs Spiel konzentrieren muss. Denn, ja gut, was heißt konzentrieren? Ich denke, mit einer 1-0-Führung in der ersten Minute, oder, na gut, eigentlich in der zweiten, ist das schon mal ein gutes, sicheres Ding.
Und sollte da doch mal was Spannendes passieren, dann werde ich mich natürlich dem widmen. Aber ich weiß es gerade selbst nicht mehr, ob das nochmal spannend wird oder nicht. Wir werden ja sehen. Naja, wer war denn so eifrig bei den Kommentarschreibern dabei? Wen möchte ich denn da hervorheben? Waren letztendlich doch wieder einige. Ich freue mich übrigens schon so, wenn wir das große Final Fantasy X Ending machen. Und wenn ich dann all eure Namen, das sind ja deutlich mehr dann wieder, die dann einfüge. Und dann hat ja noch jemand gewonnen wegen der Partanzahl. Und ach, dieses Finale, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf das Finale mit euch freue. Und es kommt immer näher. Aber gut, das gehört jetzt hier bei Blitzborn nicht dazu. Hier haben wir ja im Grunde jetzt unser Finale. Ja, und da ziehen sie das ganz gut durch. Wird das der Ausgleich? Mit einem 27er Torwert ist das durchaus möglich. Jetzt konzentriere ich mich mal ganz gut aufs Spiel, solange es spannend bleibt. Er könnte aber natürlich auch sinnfreierweise passen. Ja, macht er auch. Wenn er einen Ausgleichstreffer macht, dann Brüderchen. 20er Tor, ist nicht ganz so gefährlich. Aber er probiert es mit dem Hexenschuss. Ah ne, jetzt hat er 25, okay. 15, aber das müsste doch eigentlich... Autsch! Zwar kein Tor, aber mein Torwart ist verletzt. Hoffentlich nicht empfangen wird, ich weiß es nicht mehr. Naja, gehen wir zurück zu den Kommentarschreibern. Meinen Herzstücken sozusagen in diesen Projekten. Das wäre zum einen Miss Theresia, die auch mit Freude natürlich das Blind, für sie Blind Final Fantasy X sich anschaut und mitfiebert und miträtselt und sehr unterhalten ist, so wie ich es aus den Kommentaren rauslese, wo ich mich immer drüber freue. Ja, und auch bei Blitzball ist er eifrig dabei, bis zum bitteren Ende durchgehalten und deswegen möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Shinigami-chan hat genau die gleiche Ehre verdient. Okay, sie kennt zwar Final Fantasy X und Blitzball, aber sie ist bei jedem Paar dabei. Auch bei Blitzball darf sie nicht fehlen. Und vielen Dank für deine Zeilen. Als kleiner Meister des Blitzballs hat sich auf einem anderen Kanal der gute Nobody herauskristallisiert. Denn welcher Verrückte schafft denn sonst ein 19:0 in einem Spiel? Ich nicht. Nobody hat es geschafft. Aber gut, er hat auch extrem gute Spieler und Werte gehabt und so. Das ist natürlich mit mir nicht zu vergleichen. Aber er hat auch bei mir geguckt, hat mir immer wieder schöne Tipps gegeben. Es ist ja doch ein recht großes Regelwerk und da gibt es schon viele Tipps und Tricks, die man beherzigen könnte, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich richtig reinfuchst. Hab ich aber immer nur so mittelmäßig getan, wie man ja sieht. Aber Nobody hat da immer sehr interessante Details und Statistiken preisgegeben und das finde ich super. Danke. Marcel Moos, das Urgestein, das alles bei mir guckt und kommentiert, das seit ich denken kann, seit ich im Babyalter bin, nee, Quatsch, ich bin ein bisschen zu dick aufgetragen. Nee, natürlich ist er auch bei Blitzball dabei und dafür tausend Dank an unseren Marcel Moos. So, 2:0 übrigens, wenn wir mal kurz wieder ins Spiel gehen. Wedge wird ja auch mal gern, aber er darf nicht. Weil so ein Spieler immer sich sagt, immer auf Titus, immer auf Titus. Tja, das ist halt Pech, ne? Jesseball oder Jesseball war auch hier dabei bei den Blitzball-Kommentatoren oder Zuschauern. Er hat uns von der Tribüne aus angefeuert, mitgefiebert und kommentiert. Danke dafür. 2:0. Blitzball-Freak. Ja, wenn der Blitzball-Freak nicht bei Blitzball dabei wäre, dann hätte ich wohl irgendwas falsch gemacht. Aber er war dabei. Er hat kommentiert, er hatte Spaß daran. So wie natürlich auch mit den anderen Projekten. Und dafür gebührt auch dir mein herzlichster Dank. Super Iron Claw kommt auch so langsam in die Stammgruppe rein. Das sehe ich auch immer wieder Kommentaren, so vor allem wenn es um Rollenspiele geht. Und bei Blitzball war er auch ein sehr guter Tippgeber. Ja, es war generell ein sehr guter Tippgeber in vielen Projekten. Naja, jetzt ist erstmal Halbzeit. 13:0 steht's. Ich denke, da wird nichts mehr schief gehen. Wie man sieht. So. Ja, gleiche Gruppe. Da müssen wir jetzt natürlich nichts ändern. Ja, ich habe sogar ein bisschen auf Manndeckung gebracht. Es ist ja eh irrelevant, wenn wir nicht mehr spielen. Aber was soll's. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen checken, was die Gegner so haben, aber
das war eh langweilig. Vielleicht wird ja das 10. Spiel noch ein bisschen spannender, aber jetzt bringen wir erstmal die zweite Halbzeit hinter uns. Grund genug, sich noch weiter mit meinen Kommentarschreibern zu befassen. Ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Ja, ich schreibe mir die immer wieder ab. Ein paar Namen habe ich intus. Die könnte ich auch, ohne dass ich einen Blog habe, könnte ich die natürlich nennen. Aber ich weiß genau, dass mir dann wieder zwei, drei Leute durch die Lappen gehen. Und das würde mich ärgern. Deswegen schreibe ich mir das lieber einfach auf. Wobei das nicht heißen soll, dass jeder Kommentarschreiber hier genannt wird. Aber die, wo halt sich doch schon öfters Präsenz gezeigt haben und so, die werden definitiv genannt. Naja, machen wir weiter mit Decurion oder Decurion Dark, der auch ganz viel eifrig bei nahezu allen Projekten guckt und sogar bei Blitzball. Danke für deine Worte. Danke, dass du mitgelitten, mitgefiebert hast, etc. Es steht 4-0, hier gibt es nichts mehr zu zittern und fiebern. Markus1204 schreibt auch immer sehr schöne, ausführliche Kommentare, meistens mit sehr ausführlichen Tipps, die immer wieder helfen. Also gerade in den, eigentlich nahezu bei jedem Rollenspielprojekt ist er dabei und das ist super, hat mir schon oft geholfen. Danke dafür. Rankiku Matsumoto. Eine ganz, ganz Liebe unter euch, die auch Blitzball sich gibt und kommentiert. Danke. Slayer from Beyond. Auch er darf nicht fehlen. Ob Horror oder RPG. Er ist dabei. Ab und zu kommt auch mal ein Kommentar rein. Darüber freue ich mich, denn auch die sind immer mit vielen hilfsreichen Tipps bereichert. Hat auch schöne Vorschläge gemacht, wenn es um das Thema Handicaps ging, das weiß ich noch. Danke. Und zu guter Letzt habe ich noch auf meiner Liste den FFX-Zock. Yeah, FFX-Zock. Guckt natürlich das Projekt. Und Blitzball gehört zum Projekt dazu. Vielen Dank. Danke an alle. Danke an die ich nicht genannt habe. Danke an die, die nicht schreiben, aber gucken. Danke an die, die eine positive Bewertung abgeben. Danke an die, die mich überhaupt nicht mögen und schnell wieder abschalten. Aber das haben sie dann eh nicht gehört. Danke, 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 danke. Blitzball. Ja. Ein Mini-Finale kann man es nennen, denn eigentlich ist es ja kein eigenständiges Spiel. Aber die Playlist wird enden. Unser Mittwochs-Blitzball wird enden, beziehungsweise zeitweise war es ja auch ein Montags-Blitzball. Die Saison ist vorbei, Freunde. Die nächste Saison ereilt uns erst wieder in Final Fantasy X-2. Wenn auch die Spiele dort ganz anders ablaufen und weitaus nicht so fesselnd. Das werden wir wahrscheinlich so in zwei Parts erledigen. Das werde ich auch in diese Playlist dann packen. Und zusätzlich in die von Final Fantasy X-2. Da wird es kein separates geben. Denn ihr werdet schon merken, also die, wo es nicht kennen, die wundern sich vielleicht, aber das Spiel läuft ganz anders ab. Wir hatten ja im letzten Part, glaube ich, hatte ich einen Gast, wo wir ein bisschen uns darüber ausgelassen haben, aber genaue Details sind immer nicht gegangen. Es hat auf jeden Fall nicht dieses Suchtpotenzial und vor allem, man muss es nicht tun. Klar, es gibt Items zu gewinnen, aber keine, die ich unbedingt brauche. Ja. Ich habe ja viel gescholten über FF10, von wegen dumme KI, zu einfach, ich will es online spielen und so weiter. Ich möchte das noch ein bisschen, wie soll ich sagen, entschärfen. Also ich finde Blitzball toll, will ich jetzt einfach nochmal abschließend sagen. Es ist ein super durchdachtes Spiel. Für mich persönlich sind die Minispiele von FF8 und 9, nämlich die Kartenspiele, deutlich besser, weil mir Kartenspiele einfach mehr Spaß machen. Ich fand es ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gab, aber Blitzball war ein schöner Ersatz. Sehr komplex, wenn man es richtig perfektioniert ausarbeiten will, kann man unglaublich viele Stunden mit verbringen. Aber ja, ein schönes Minispiel, definitiv. Vor allem, weil es ja eigentlich kein Sportspiel ist. Also ich habe erst gedacht, oh nee, ey, ich will doch da jetzt nicht so wie in einem Sportspiel rumrennen und Tore schießen. Nee, es ist ja durch die ganzen Werte und es fühlt sich ja trotzdem irgendwie noch rundbasiert an oder zumindest rollenspielmäßig. Das ist, und deswegen mag ich es auch. Ein reines Sportspiel hätte mir hier an der Stelle überhaupt nicht gefallen.
ich habe schon damals in FF7 hatte ich diese kleinen Minispielrennen nicht gemocht, da Snowboard, Motorrad, das fand ich, okay, es war cool, aber gemocht habe ich es eigentlich nicht. Aber dazu in 5 Jahren mehr, wenn ich es mal Let's Play. Na egal. Ja, das erste Spiel und somit das zweitletzte Spiel nimmt sein Ende. Es steht 6:0, ein Verzweiflungsschuss seitens Brüderchen wird nicht mehr ankommen. So. Ja, unser Endlevel kann man sagen mit so drei, ja, sehr bunt gemischt. Die Verteidiger hängen halt mit 22, 23 rum, die anderen mehr so auf 30er Ebene. Und ihr seht, wir sind nicht mehr einzuholen. Es ist eigentlich schon entschieden. Ich kann machen, was ich will. 21 Punkte. Wenn ich verlieren würde und die Ronzos gewinnen würden, dann hätte ich immer noch einen Punkt mehr. Ja, ich kann es leider nicht spannend inszenieren. Es tut mir leid. Es ist jetzt zu eindeutig geworden. Ja, wir werden jetzt das Merkur-Siegel gewinnen. Definitiv. Und dann hat Blitz... Nee, dann hat Walker seinen Weltmeister, seine ultimative Waffe, die wir doch so dringend brauchen. Falls ihr den heutigen Final Fantasy 10 Part noch nicht gesehen habt, wir werden dort den Weltmeister einweihen. Aber sowas von. Ja, das wird schön, sage ich euch. Das wird richtig schön. Die nächsten Final Fantasy Parts auch. Dank unseres Walkers. Natürlich auch dank den anderen. Ist jetzt nicht so, als würde Walker alles alleine machen. Aber in gewissen Momenten schon. So, letzter Kampf. Ich glaube gegen die Albets, wenn ich es richtig gesehen habe, die ja deutlich nachgelassen haben im Laufe der Saison. Aber deswegen möchte ich sie jetzt nicht unterschätzen. So, mal einen Schluck trinken hier. Ja, nicht wundern, wenn ich sage, einen Schluck trinken, dann ist es meistens ein halbes Glas. Ja, ich habe halt einen Zug drauf, ne? Naja, wie man hier so schön sagt. Nun denn. So, jetzt geht's wieder. Jo, Sphäroschuss, das sieht ja schon mal gut aus. Muss zwar noch abprallen, der kommt nicht ran. Ja, gut, Abzüge, das könnte. Mal gucken. Ah, fast gehalten. Und der Meppel ist wieder am Start. Yay, der Meppel. Mit dem werde ich noch meine Freude haben. Also zumindest sieht der genauso aus wie der, der in Visade den schwarzen Falvaris beschwört. Das wird kein Zufall sein, oder? Oder gibt es da viele von diesen Glatzköpfen? Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Naja, ist auch egal. So, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ach ja, natürlich wird Final Fantasy X den Platz von Blitzball einnehmen, ist ja klar. Das bedeutet für euch, es wird jetzt wieder 5-mal, nämlich von montags bis freitags, Final Fantasy X geben. Es gab ja eine Zeit lang nur 3-mal, weil ich ein Projekt zu viel hatte. Das hat sich ja mittlerweile endlich wieder eingekriegt. Deswegen jetzt wieder 5-mal die Woche. Und genau deswegen bin ich auch der Ansicht, dass wir das Spiel sehr bald durch haben. Und sofort wird dann FF10-2 starten unter den gleichen Bedingungen. Ja. Diesen Weltmeistertitel, ich weiß nicht mal, ob ich es schon mal erwähnt habe, den kann man übrigens auch erreichen, wenn, man muss das gar nicht machen mit diesen mach 150 Gegner, dann mach eine Saison, mach nochmal 150 Gegner, dann mach nochmal eine Saison und so weiter. So wie wir es gemacht haben, das ist eigentlich der kürzere Weg, weil man die Gegner ja, ja mitnehmen muss oder mitnehmen will. Während des Spielverlaufs. Man kann aber auch, ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Zahl, aber es geht auf jeden Fall, wenn man einfach nur 100 Spiele gewinnt, egal wie, dann kriegt man einfach diesen das Merkur-Siegel auch geschenkt. Das wusste ich erst gar nicht, das habe ich erst viel, viel später erfahren. Jetzt machen sie mir aber Angst. Na gut, da war es durch unsere Torwart-Power. Das gibt's nicht, oder? Habt ihr den Wert gesehen? Das... Und dann hat er noch 5 übrig gehabt. Was war denn da los, bitte? Tja, jetzt liegen wir im Rückstand. Aber unfassbar. Okay, es ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber... Dass das noch reinging, ey. So eindeutig auch noch. Miu, miu, miu.
Uhr, was soll ich nur hier machen? Naja. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen, thematisch bezogen, aber es ist mir gerade fortgeflogen. Ich habe jetzt keine Lust, deswegen extra einen Cut zu machen. Da werde ich euch halt irgendwas anderes erzählen. Ja, genau, also 5-mal die Woche kommt FF. Auf Blitzball bezogen wollte ich aber noch was sagen. Ich weiß es nimmer. Schade. Na gut, ich kann mich natürlich auch noch bei meinen Gästen bedanken. Das waren aber ziemlich die gleichen, die ich sowieso schon aufgezählt habe, bis auf Dingens. Kali war auch noch dabei. Und die Bum war auch noch dabei. Und noch jemand. Game Profiler, glaube ich, oder? Hatten wir letztens nicht das Vergnügen? Ich merke mir die Namen so schlecht, es ist furchtbar. Auf jeden Fall, das waren meine Gäste, die auch sehr spontan immer eingestiegen sind. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das war zusammen eigentlich nochmal deutlich interessanter, weil man dann halt auch, ja, wenn man nur das Spielgeschehen kommentieren würde, das ist, nee, ey, ganz ehrlich. Das hat so ein Co-Kommentar doch richtig gut, das hätte ich eigentlich von Anfang an so machen sollen. Aber gut, jetzt ist eh schon zu spät. Jetzt spielt das keine Rolle mehr. Okay. Ja, es ist krass. Also es bleibt beim 1-0. Ich komme irgendwie nicht durch. Wird das zum Schluss nochmal eine Niederlage? Das wäre ja ganz schön bitter. Blitzball aufgeweckt. Die Blitzball-Saison einfach beenden. Mit einer Niederlage. Diese Niederlage würde dann ewig auf uns lasten. Die würde an uns nagen. Die würde unser ganzes Können, unser ganzes, unsere, ja, unsere Lebensereignisse in Frage stellen. War es das wirklich wert? Den Titel geholt, aber im letzten Spiel verloren. Fühlt sich das richtig an? Tetus will es nicht wahrhaben, aber die Halbzeit, sie ist schon da. 1-0. Aber die letzten 5 Spielminuten beginnen. In wenigen Momenten. An der Taktik werde ich nichts ändern. Das bleibt natürlich wie gehabt. So, ein letztes Mal dürfen wir Abilities anpassen und die Manndeckung bestimmen, was ich auch noch einmal tue. Auch wenn ich, ihr habt es bestimmt beobachtet, ich habe nie wirklich aufgepasst. Ich habe immer, keine Ahnung, zum Schuss abgefeuert, dann habe ich entweder weggeguckt, was getrunken und dann sehe ich da was erlernen und dann war es natürlich schon zu spät, X zu drücken. Das habe ich auch schon mal besser gemacht, aber ja gut, ich war ja auch nicht so erpicht darauf, jetzt nochmal was zu lernen, auch wenn ich hier die Manndeckung nochmal ein letztes Mal einstelle. Ja, Kipper ist wieder im Tor, ne? Kipper, der Star der Mannschaft. Unglaublich, was... Das ist eigentlich der Winner schlechthin, ne? Hat so klein angefangen. Wurde von seiner Heimat, von dem Bisset daraus, rausgeschmissen. Hat wahrscheinlich Depris gehabt. Soll er doch lieber eine Diät machen? Soll er sich was anderes suchen? Und dann kam er hierher. Zu dieser Mannschaft. Irgendjemand hat ihm wahrscheinlich aufgeholfen. Hat gesagt, komm, werf's mal in unser Tor. Und was war das dann? Er und Tetus, Auge in Auge. Tetus, der ihn rausgeschmissen hat. Und er schießt sein Tor mit all seiner Kraft. Und Kipper, der Keeper, hält. Und er hält und er hält. Es war nicht möglich, ein Tor zu schießen. Ja, vielleicht hat auch das Handicap eine Rolle gespielt. Aber er hat gehalten, er hat gehalten. Man kam nicht durch. Und das war der große Win für unseren Kipper. Kann er sich diese Ehre bis ans Ende seiner Tage? Nein, kann er nicht. Denn da ist der Gegentreffer drin. 1-1 steht es nur noch. Aber für ihn ist noch nichts verloren. Es geht hier bei denen nicht mehr um den Titelsieg, aber es geht um die Ehre. Das sind immer die schwierigsten Mannschaften. Also gut, bei der KI nicht, aber bei denen, die es nicht geht, die können so frei spielen.
Da kann man ganz schnell auf die Fresse fliegen, vor allem wenn da eine Shami kommt. Die immer unpassend gekleidet unter Wasser, aber das ist ihr egal. Sie will es trotzdem wissen. Ich aber nicht. Gib das Ding her. Ja gut, dann passt halt weg. Das ist aber bei ihrem Wert. Gut, ich habe ihr Torwert jetzt gar nicht gesehen, aber die hat einen guten Torwert. Die hat auf jeden Fall einen besseren Torwert wie ein Passwert von 8. Ach, Shami. Ach, KI. Ja, es könnte so ein spannendes Spiel sein, wenn die KI nur besser wäre. Da sind wir uns wohl alle einig. Aber naja. Noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten durchstehen. Dann ist es vorbei. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Feedback hinterlassen, wie euch letztendlich Blitzball gefallen hat. Die meisten haben es ja auch schon gesagt, wie sehr sie es gesuchtet haben, ob es das gefällt oder nicht gefällt. Das habe ich ja schon alles inhaliert, quasi eure Worte. Aber wenn ihr jetzt abschließend noch was sagen wollt, tut es am besten jetzt. Wir werden nie wieder Blitzball spielen. Vielleicht ist das der letzte Check, den wir sehen. Vielleicht ist das letzte Tor, das wir sehen. Ja, all das. Es ist so dramatisch. Nein, ist es nicht. Ich versuche nur hochzuspielen. Ist übrigens lustig. So ein Blitzball gibt es auch in echt. Also gut, er hat unter Wasser garantiert nicht so eine Wirkung wie dieser Blitzball. Aber es gibt ihn. Es gibt sowieso so viel sinnloser Merchandise. Das ist Wahnsinn. Mabel will es nochmal wissen. Ja, 2:1 steht es mittlerweile, aber da ist ja noch alles möglich. Vielleicht machen sie ja nochmal so einen glücklichen Treffer. Und dann haben wir schon wieder Ausgleich. Aber bisher sieht es schlecht danach aus. Ein Tor vielleicht noch. Und dann können wir uns absoluter Sicherheit wiegen, auch das letzte Spiel für uns zu gewinnen. Dann können wir uns feiern lassen. Dann geht's ab auf die Fanmeile. Da warten schon Millionen da draußen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und es gibt doch nochmal einen Check zum krönenden Abschluss, denn nochmal schaffen wir es nicht in der Zeit. Geh da rein. Ja, 3:1, das ist die Entscheidung. Wir haben den Titel. Wir haben das Merkur-Siegel. Wir haben den Weltmeister. Letzten Minuten laufen. Ihr seht es ja auch an eurer YouTube-Uhr. Manchmal müsste es eine Funktion geben, habe ich mir so gedacht, die die YouTube-Uhr verdeckt. Gut, man kann auch einfach nicht draufschauen, aber das klappt ja nicht immer. Oder man sieht diesen Balken, der ja auch dann sagt, oh, nicht mal lange. Manchmal wäre das spannend, wenn man nicht wüsste, wie lange ein Video geht. Gut, dann würden die meisten wahrscheinlich vorspulen, damit sie es wissen, aber ich weiß nicht. Das wäre mal ein cooles Feature, wenn man das irgendwie abstellen könnte. Nur bei manchen Videos. Aber naja, das ist jetzt nur so nebenbei. So, da fliegt er auch. Und schießt. Aber der wird gehalten und ich würde sagen, das war's. Schlusspfiff, das Spiel ist aus, aus. Bis jetzt sind Titelmeister. Ja. So. Und nun sehen wir den Abschluss. Rin. Tja, hat keinen Bock mehr. Mifu hat keinen Bock mehr. Graf will nochmal, aber das interessiert uns nicht. ...24 Punkte. Auch noch relativ eindeutig. Ja, gut, die Torschützen, über die brauchen wir jetzt überhaupt nicht zu reden. Fertig. Gratulation, erster Platz hat belegt. Hier ist die Prämie. Das Merkur-Siegel. Es ist vorbei. Wie es mit dem Merkur-Siegel weitergeht, seht ihr dann im heutigen Final Fantasy X Part. Freunde, das war's. Der Hexenkessel, ja, gut, meinetwegen Titus. Was der kann, wir werden es nie erfahren. Obwohl, nobody schreibt es bestimmt rein. Jo, das war's. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch mit Final Fantasy X und all den anderen Projekten. Macht's gut.
Ciao und danke fürs Zuschauen. Euer John McLeod.